Willkommen zu einem weiteren Part von Randomizer, Nuzlocke 1-4, irgendwas. Summer Link. Ja, ich habe hier mein Pokémon dabei. Du kannst zurück in deinen Ball gehen. Schmeißt ihn so aus dem Fenster raus. Flammen hier aus weg, daher. Ich sag, wir gehen weiter auf der fucking Siegesstraße. Wir sind fast fertig und Justin Simulator packt das Ganze bald nicht mehr. Da sollten wir uns beeilen. Ich hab keine Ahnung, irgendein Citra ist Arsch, Alter. Chloe. jetzt kommen die Krassen. Jetzt kommen halt die Endfights, Alter. Jetzt müssen wir uns halt darauf vorbereiten, dass wir halt verrecken. Oh. Wie wir beide dieses Viech trainieren. ich hab Angst vor dem Level 47 plus, ne? Ich geh glaub ich lieber raus. Ich find's derbe lustig, wenn jetzt irgendeiner von den Bastarden Verfolgung hat und uns so knallt. Okay, hier schon mal nicht. Alter, Plusse mit Verfolgung, Alter, das jagt mich noch in meine Albträume. Okay, der jagt einfach nur Minus, Alter. Minus ist die Fähigkeit von Minus. Alter. Ey, Flammeo hat sich gerade neben mich gelegt. Ich mache absolut keinen Scheiß. Scorpio ist jetzt Starish, Bruder. Wieso hat das Ding nass Schweif? Ich muss duschen. Wir sind aber fertig. Ja, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen, ansonsten, keine Ahnung. Und schon, noch ein fünftes Mal. Fuck! Aber ein Crit. Yeah. Crit, tot, Ende. Ja. So einfach geht es nicht. Wohl die Fähigkeit. Oh, Seidenschall, stimmt doch die Fähigkeit Mitnahme. Geil. Gute Fähigkeit. Ja, vielleicht ist Plus gar nicht mal so scheiße. Ich meine, das Ding hat keine Entwicklung mehr. Wisse, was muss es ja haben? Ist die Treppe runter oder da lange? Keine Ahnung, Alter. Erstmal heilen. Oh! Oh, Leute, wie ein Cheater. Wow. Der müssen ob es genauso Arsch. Ich habe irgendwie Angst, dass fucking wie ein Cheater irgendeine Attacke hat, die alles von einem Team umbringt, Alter. Ich glaube, dass es eine Eisattacke hat. Bist du in einem Wilden, oder? Hä? Bist du in einem Trainer? Nö, wild. Ja. Ich schau aber mal, was hier ist, dann können wir ja später sagen, ob es hier lang geht oder woanders. Ja gut, check du das Ding oben ab, ich schau aber mal. Okay. Nein! Soll ich in den Doppelkampf reingehen? Ja, das ist nur Absorber, ich dachte, der Angeberei eingesetzt, okay. Absorber ist okay. Und ich vergesse immer noch, dass ich nicht die Fähigkeit habe, fünfmal hintereinander zu treffen. Egal. Ja, ich habe absolut keine Ahnung, ob es hier lang geht. Das sieht aber ganz gut aus, was ist hier unten? Oh. Ah. Ja, das könnte wirklich der Weg sein, Loot. Oh. Okay. Eruption. Warte mal, ist das die K.O.-Attacke? Ja, oder? Weiß ich nicht, hab noch nie von der Attacke gehört. gut. Das ist nicht ihre Option. Okay, ich hör mal rüber, nur mit die TM. Für mich kommt dann so Strauchler. Ach nee, Eruption ist eine Feuerattacke. Die Attacke, an die ich gedacht hatte, das war so irgendein kommt Boden. Keine Ahnung, wie die Boden-K.O.-Attacke hieß, aber es war, glaube ich, irgendwas mit einer Erdplattenverschiebung, hat es, glaube ich, irgendwas zu tun. Deswegen halt K.O.-Attacke, aber. Okay. Das hättest du sicher gerne früher gehabt. Bei dem Samurze. Meine Damage Output ist jetzt nicht so geil. Ey, Vangobler ist eine scheiß stabile Attacke. Ja, wäre für die Nuzlocke auf jeden Fall für die Soulink auf jeden Fall gewesen, weil ich dann wilde Pokémon hätte paralysieren können. Das wäre cool. Das ist eine Oma. Ich habe Angst vor der Oma. Knallen wir die Oma? Ab? Ja. Mach's auch nicht besser. Ich will aber nicht mit dem fucking Pinassa oben reingehen, scheiße, ich hab Angst, Alter. Junge! Ich kann mit dem Handschuh nicht richtig lenken. Ah, fuck, jetzt. Ich hier trotzdem. Let's go! Auf Risiko! Also, wenn die keinen Dialga hat, dann weiß ich auch nicht. Schoolgirl Kimberly, Alter, die Rider Scheiß... Daniel, Alter, Daniel! Schicki! Es kann zu tausendmal sagen, dass du ein Schoolgirl bist, ich glaub dir das nicht. Togetick.
Okay. Ah, tschüss, Einfach Shiki, ich hab Angst, dass sie mich umbringt. Ich hab, to be honest, einfach nur Angst, dass sie mich umbringt. Das Ding hat schon Feentypen. Eisig oder Eisenschädel? Hm. Eisig wäre schlauer wegen Flug. Nee, Eisenschädel kannst du rückschrecken lassen. Ah, er hat gequittet. Was ist? Jo, was hat er denn jetzt alles gesenkt, Alter? Hat er hat sich ja komplett geknallt. Hat er gerade Antikraft? Der hat irgendwelche fucking Feuerhörner aus dem Kopf bekommen und seine eigenen Werte einfach gesenkt. Hat mir halt gefühlt alles an Schaden gezogen. Ich hab keine Ahnung, wie der Attacke heißt, ich hab nicht hingeschaut. Ich war so auf deinem Screen und so, Das ist richtig Arsch, Alter. Ah, oh, geil. Ich hab das Gefühl, wir sind hier falsch. Ich hab das Gefühl, wir sind hier richtig. Wie ich hier aus diesem fucking wilden Pokémon. Oh, oh. Oh, Rüstung, scheiße. Okay. Magnetzone. Auch nicht geil. Ist überhaupt nicht geil, ihr könnt Feuer wie. Kein Feuerkampf. Dann habt ihr aber wenigstens. Er hat doch keine Schwebe. Ja, wenn du Boden hast. Das wäre schon hart random, wenn das Ding Schwebe bekommen hätte. Das wäre halt edel gewesen. Wie NASA. Wieso hab ich's auch noch predicted? Ich komme aus dem wilden Pokémon-Fight raus, der so. Eww. Wo? Ich sehe hier nicht mal irgendwas. Ja! Ich bin gefickt. Oh! Was hat das Viech für Typ? Drache Feuer. Wo bist du überhaupt lang? Ich bin davon, wo bei dem Typen da, wo der so eine die Treppe runter. Oh, ja. Junge Lalafie, bitte hilf mir hier durch, Alter. Steh mir bei. Oh Leute, nein! Nicht Feuer oder. Oh, er hat mich nicht paralysiert. Feuerdrache. Er hat Kräfte, oder? Nee. Fee wird ja von Feuer resistiert, das wäre nur neutral. Erdkräfte. Ah, stimmt. Ich wäre auf diesen Dampfschleuder gegangen. Na, das wäre auch wieder nur neutral. Okay, Dampfschleuder wäre besser gewesen. Ich glaube nicht. Warte. Na, allein vom Damage her. Ja, 90 Damage, nee. Feuer Spezial. Oh, ja gut. Nee, Lanafi hatte doch gleichmäßige Werte. Wie? Nahkampf! Ja, gut. Scheiße gelaufen. Alter, dieses Drecks-Kokoball. Ich sollte schnell heilen, bevor ich in, keine Ahnung, in den Sackbaum reinlaufe. Ey, das wäre halt der belustet. Junge, ich bin durch mit dem Shit. Dem Ding will ich nicht begegnen. Ich. So, Arschloch. Eieieiei. Ey, wir müssen nur durch die Top 4 kommen, dann haben wir es so gut wie geschafft. Hier, also der, schon, was? Der, bei dem ich gerade war, aber jetzt bin ich in fucking Nidoran. Yay. Rihorn? Hä? Nidoran. Ich hab Rihorn verstanden, Alter. Das ist kein Rihorn. Also was? Schau weg, du. Schau weg. What the also? Das ist der Schwanz, hey. Zickzack. Ciao! Er will ich nicht. Oh, was ist das für ein leuchtendes Ding? Ich will nicht in den Reihen laufen. Ah, wow, das ist ein Lampi. Okay, bin an ihm vorbei. Es ist ein Doppelkampf. Wo? Also ich bin jetzt schon die Dinge hoch und hinten ist ein Doppelkampf. Ah, der. Das ist nicht gut. Ja, natürlich ist die Flucht gealtert. Yeah! Ich hatte keine Erdbeben. Bro, hör auf! Fucking Flucht gescheitert, deine Mom! Okay, was lass mich raus! Ich? Nur zwei. Dodri und ein Papinella, jetzt geht doch. Oh stimmt, Dodri ist es nicht voll entwickelt, the fuck. Ah, oh, wow, hey, nach 7 Minuten oder so, gefahren mal geflohen.
Glück 3 oder so, aber scheiß drauf. Erstmal Rabinella loswerden, das müsste das einfache Ziel sein, oder? Hatte ich auf Fulbifeu noch den Magneten drin? Weiß ich nicht. Ich feuer aber meinen Donnerblitz. Geh doch mal auf Bericht. Könnt ihr mal schauen. Fuck it, ich packe. Ah. Voluminous und danach die oben drauf. Das sind so. Der hat die Lugia-Attacke. Was ist Baumwollsaat? Oh. Oh. Bam! Okay, wer kommt bei mir? Bro und Sis, Ellie und Cam. Hi Cam. Slymog und Minimas. Amazing. Oh, für Slymog habe ich ein bisschen Angst. Oh! Ui. Ja, 85 Neuigkeiten, hä? Kann ich aber anstatt Silber auch nehmen. Wie ist denn, kann ich irgendwie hier die Stats von Pinsy anschauen? Scheint nicht zu gehen. Also gerade in dem Eck nicht, aber normalerweise nur auf Kampfbericht gehst. Also im Kampf auf Ding, zum Auswechseln und so den Screen. Ich glaube, ich bleib bei Silber auch. Der Rauhaut, ich glaub Rubinos. Boah, weh, Voluminous verreckt mir hier, Alter. Wir müssen auswechseln, es geht nicht anders. Oh oh. Was wäre schlau? Kein Crit. Ja, Pflanze wäre schlau. Wegen. Wenn er dann wieder auf eine Wasserattacke geht und so. Und bei ihm gehe ich einfach so. Das wird schon irgendwie reichen müssen. Kyogre wäre fast gestorben. Bei mir wäre Ding fast verreckt. Ach du Scheiße. Okay, nein! Aber wenigstens das, was ich gut machen kann. Drachenklaue! Ah, cool. Fucking Slime. Oh. Okay, also no Crit. Oh nein, keine Überschrift, nein. Oh, heilige Scheiße. Hast du ein Geist-Pokémon oder so, das du einwechseln kannst? Dann macht nein. Sinn. Gerschelle, Verteidigung ist gesunken. Ich hab das Gefühl, wir sind schon bei Heiko. Oh! Wir sind schon bei Heiko! Perfekt, das hat nicht mal gereicht. Super. Ja, nein, er draufhaut! Nein! Was? Nein! Ey, nicht Lanafi! Ja, das war's mit dem Viech. Nein! Mann! Einer der besten überhaupt und der ist weg. So der. Mann, ich hab ja nicht mehr was zum Einwechseln, Alter. Ich hab geguckt, ja. Aktiv Scheiße. Dem ist Snob, oder? Ja, das geht auch. Ich hab komplett Rückzug genommen, damit du ein Team hast und mein Team ist Arsch, Alter. Serpi Royal ist geil. Nein! Lanafi hat bei dir auch gecarried. Ja, Lanafi hat bei mir gecarried, das war's aber. Das war geht wohl nur das Einzige, was carried. Mach einen Surfer. Fuck, Alter. Du und dein scheiß Rauhau, ich bring dich um, Alter. Warum hat das auf 30 oder 20 Schaden pro Hit gemacht, Alter? Was ist denn das für eine räudige Scheiße? Der hat mir 40 Schaden mit Rauhaut gemacht. Und er hat nicht mal fucking Ding bekommen. Oh, Junge. Bullshit. Also rein leveltechnisch sind wir fett am Arsch, aber. Wir sind fast bei den Top 4. Leider kommt er ja noch Heiko und der hat, glaube ich, hat er 5 Pokémon. Eins davon ist, wenn es nicht umgeändert wurde, ein Mega Gardevoir. Mega Galagladi, ne? Das tut so weh! Ja! Lanafi hat mir auch viel bedeutet und wir können ihn jetzt nicht auswechseln. Außer wir wollen durch die ganze Höhle laufen, aber ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt auszuwechseln. Nur damit wir nochmal durch die komplette Höhle laufen und dann Low-Level haben, der in dem Kampf gegen Heiko verreckt. Ich meine, alles verreckt jetzt im Kampf gegen Heiko, fuck. Kommen wir da hoch? Wir haben noch das Ding bekommen, oder nicht? Kaskade. Ja, jetzt ist Lanafi eh nichts mehr wert.
Scope-Linsen. Fuck, ich geh jetzt auf meine Scope-Linsen, Alter. Okay, ich check, was ein Item oben ist. Ja, Damn ist Snob, super. Bei mir ist alles am Arsch. Mein ganzes Team. Ah, okay. Mit dem Wegbruch von fucking Manafi ist mein ganzes Team am Arsch. Oh, hier oben ist noch eine Gem. Wo bist du? Landsäulen. Da oben beim Wasserfall. Ich hab keine Kaskade, glaube ich. Ich hab's grad. Ja, bring's deinem Lanafi bei, Alter. Ja, doch, hab ich jetzt. Was? Wie kommt das Ding da hoch? Egal, ich frag, glaube ich, gar nicht erst. Ja, aber das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Elektrifizierung, Alter. Der Gegner nimmt Elektro-Typ an. Ich glaube, alle Attacken vom Typ normal werden irgendwie Elektro oder so. Gut, jetzt wird's wichtig. Ich habe keinen Bock, dass er. Wow, der einzige, der Wangruppler lernen kann, ist Utsas. Scheiße. Ach, Mann. Psycho, das letzte Ziel. Dann sind wir danach hier. Sind wir danach schon bei den Top 4? Sollte sein, ja. Okay. Bro, kannst du ein bisschen weiter rüber zu deinem Pikachu? Nee. Ja, das passt. Jetzt bist du eher mittig. Jetzt sehe ich meinen Monitor nicht mehr. Ah, cool. Okay. Wir sind überhaupt nicht ready. Mein Team ist am Arsch. Hä, wäre hier normal Solarstrahl gewesen? Ja geil, das wären wir jetzt lieber als Pflanzsäulen. Gut, muss ich auch nicht klarkommen. Nein, nur 5 HP, das lohnt sich. Gut, sag, wenn du ready bist. Das ist ein Solarstrahl gewesen. Ja. Der Angreifer schafft es, ein paar eigenen KP einen Klon, der als Ablenkung dient. Die haben einfach alles gerandomized. Okay. Ach so. Wir wissen nicht mehr, was hier gelegen wird. Au, mein Auge, au, mein Auge, au, mein Auge. Was hast du? Ist gerade irgendwas ins Auge geflogen. Ja, was du, ey. Was hat der gemacht, dass bei ihm sein Auge so weird war? Weiß ich nicht mehr. Ey, wir werden so fucking draufgehen, Bro. Ja! Soll ich meine Mega-Entwicklerin direkt zu Beginn? Nee, fuck it, ich geh jetzt auf Kyogre. Das Viech kann man mir zu Not frecken. Nein! Das ist eins meiner stärksten Chill-Terra. Das ist das einzige Starke, was ich habe, ist mit der Mega-Entwicklung. Warte mal, was für Attacken hat dein Dingens? Digga, ich hab die Fähigkeit, dass es die Chance erhöht, Grits zu landen, und ich habe ihm Scope-Linse gegeben, die genau dasselbe macht. Ach so. Ja, was für Attacken hat dein Stolos? Das Ding hatte ja Kaskade, was hat's noch? Lichtkanone, Diamantensturm mit 2 AP und Zertrümmerer. Ich denk, du hast genügend Coverage. Ich meine, Zertrümmerer schwach gegen Fee, Lichtkanone stark gegen Fee. Ich denk, du kommst so gut durch. Ja, Alter, start mit deinem fucking Stolos. Ich werde mit Bullfrog starten. Ich starte doch nicht mit einer Mega-Entwicklung, sondern von mir aus Serpi Royal, Alter, aber nicht mit fucking Stolos. Wer war Serpi Royal? So. Hä? Wer ist Serpi Royal, Alter? Bullfrog. Ich hab vergessen, Serpi Royal. Ja, stimmt. Ich hab das komplett vercheckt. Okay, wir starten beide mit demselben. Wenn der verreckt, dann ist bei mir so ziemlich alles weg, weil die Wonder Guard hat mich das ganze Game lang gecarried. Ja, bei mir war eigentlich mein Team dabei, aber die Hälfte des Teams musste ich mir zwischenzeitlich rausnehmen, weil wir andere Pokémon trainieren wollten. Ja, und jetzt haben wir ein komplett unterleveltes Team. Ja, wir können ja nochmal... Alle Musik ist geil. Oh, das war die Musik. Ja, die ist gut. Cop Stacy. Ja, ich würde ja auch nur gern sehen, was hier passiert, aber okay. Nein, bitte nicht. Digga, das Spiel läuft im Hintergrund, aber die zeigen sie nicht an. Das ist so eine Scheiße. Hä, hörst du die Musik weiter? Ja, ich höre ja die Soundeffekte und alles. Oh. Gib mir den Effekt gehört, der angegangen ist. Ich sehe aber nur das Spiel nicht mehr. Ey, sag nicht, dass das Ding jetzt gecrashed ist. Nee, es läuft ja noch. Es ist einfach nur das. Keine Ahnung, es zeigt mir sogar die Bilder nicht an. Ich meine, ich habe gespeichert, bevor ich in den Raum rein bin. Das heißt, ich könnte aber neu laden. Bevor du in den Raum rein bist, was meinst du?
Ja, wo Heiko steht. Halt kurz bevor ich die TM mit der Kaskade geholt habe. Ah, okay, dann start kurz neu. Ich hoffe einfach nur, dass es angenommen hat, weil mittlerweile treibe ich dem Emulator alles zu. Ja, okay, dann zeig mal kein Bild. Dann stell ich den scheiß Emulator neu. Ja, geil, jetzt funktionieren die Games nicht und beide Spiele sind auf. Beide Spiele sind mein Spiel. Auch gut. Ja, aber ich hab wieder Bild. Ja. Und die ja, 50 Jahre gedauert. Die Musik hören. Ich habe jetzt noch ein, zwei Grafikfilter rausgenommen. Ja, genau, die habe ich gespeichert. Du hast gerade aber noch einiges eingestellt oder hast nichts geändert? Ich habe einmal die Grafik runter, einmal die Grafik hoch und die Grafikfilter habe ich rausgenommen. Mehr habe ich nicht getan. Also was, ich speichere gleich hier, dann muss ich wenigstens nicht runtersurfen. Also 5 Pokémon hat er. Bei mir wird jetzt alles verpixelt. Oh nein, ich habe... Oh, ich kann noch wechseln, okay. Ich will nicht mit Dingen anfangen. Ich meine, er hat 5 Pokémon, wir haben 5 Pokémon. Wir haben beide leider einen sehr underlevelten. Wir haben zwei. Und zwei ja. Underlevelte. Ach nee, das eine habe ich, glaube ich, als Special Encounter gefangen. Ja, genau. Und das war bei mir war das Stollos. Das hatten wir ja viel zu lange draußen. Deshalb ist es auch nicht unbedingt überlevelt ist. Und bei mir war es halt ein Fasasnob, was irgendwie auf 30 war. Okay. Oh! Nein! Oh, Gigantisch! Das Ding hat tatsächlich eine Gesteinsattacke. Der gute Joe! Egner toll! Ja, Alter, von dem Ding habe ich Albträume seit Jesus. Warum kriege ich irgendwo Ekelsamen, ja? Was habe ich für Attacken? Warum sieht eigentlich sein Viech so schön glatt aus und meins sieht verpixelt as hell? Ich brauche einen Eisenschädel von Shelterra. Okay, er Fluch. Das ist zwar einerseits scheiße, andererseits aber zieht er sich selber die Hälfte der KP ab. Ich denke, das kann man eingehen. Ich meine, der könnte halt auch Scheiße haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Randomizer das jetzt regelt, aber er ist zurückgeschreckt. Komm, nochmal. Wie lange hält der Fluch an? Augenquid! Aussetzer? Attacke ist geblockt. Ich muss auswechseln, weil sonst ist das Viech raus. Ach, der Boden! Ich dachte die ganze Zeit Gesteingeist! Der Boden ist, ja. Das hast du gedacht. Ja, hab ich doch gerade gesagt, Alter. Ja. Das Vieh ist ein Steinkonstrukt mit einem Geist innen drin, Alter. Ein Lebenkonstrukt. Willst du mich verarschen? Hä? Ah, cool! Okay, ist kein Deoxys mehr. Dann ist ja alles in Ordnung. Ich wechsel die Ochse ein. Hallo! Warte mal. Doppelgänger. Ist es voll. Wer hat einen Doppelgänger? Hat es jetzt dieselben Typen? Ich glaube, die Stats sind jetzt noch von Deoxys. Oh, das ist physisch, das ist sehr gut. Ihr Mann schon bitte. Warte mal, was hat Deoxys überhaupt für einen Typen? Nur Psyche, oder? Weiß ich nicht. Ich habe Deoxys einmal in meinem Leben gefangen und das war vor 8 Jahren. Oh nein, bitte überleben. Ja. Komm, bitte mal Tierschwäche. Übernimmt die Typen. Und ich wurde aus seinem Stream gekickt. Cool. Keine Ahnung seit wann, aber ich hab's gerade gesehen. Oh, Alter. Chelterra, du carries mich. Schwallboss. Ich muss auswechseln. Also bei mir ist es halt easy, Alter. Bei mir kommt so Sand an und so. Willst du mich verarschen? Hey. Ich habe aber auch das beschissene Team im Gegensatz zu dir, also ich finde das okay. Blütenwirbel ist scheiße. Du findest es okay, dass ich einen Deoxys bekomme und du einen Sandern? Bro, ich habe ein komplett geficktes Team! Das einzige, was bei mir noch halbwegs kämpfen kann, ist fucking scheiß Stalos, Alter. Ich muss Bulbifor jetzt durchcarryen. Nein, bitte kein Boden, bitte kein Boden, bitte kein Boden. Bruder, Stalos ist gefickt. Ich sind einfach Kapern vor. Was ist denn da passiert? Yo, fuck, ich geh auf Mega-Entwicklung, Alter. Nicht, dass ich so ein KP wieder übrig hab. Ich weiß nicht, was das war, aber der Typ wechselt einfach Kapern nur ein.
Oh Gott, das Kastellit knallt mich. Gestein resistiert nicht Gestein, oder? Kastellit hat doch Gesteinkäfer. Ja, hat er. Da müsste ich mit dem Felswurf sehr effektiv angreifen können. Ja, komm! Jetzt brauche ich mindestens 4 Mal. Ditto! Moin! Oh oh! Warte mal! Wird das Ding mega entwickelt sein? Der hat noch eins. Der hat das Ditto. Oh. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Warte, Ditto muss erstmal eine Runde Wandler einsetzen. Der braucht eine Runde, um sich zu klonen. Er wird wahrscheinlich wenn langsam er, wenn er Wandler hat, aber er hat's ja. Oh! Oh! Was passiert hier? Oh oh. Nein! Ja, und bei mir sieht es auch nicht unbedingt gut aus mit Voluminos, ne? Mann! Und einfach zurückschrecken, dann bin ich schon zufrieden. Alter, ich war gerade zu sehr auf dieses scheiß Ditto fokussiert. Okay. Also ich bin bis beim letzten Viech angekommen. Jetzt muss Demeter aus den letzten besiegen. Bitte kein Eis-Pokémon. Ich darf jetzt Serpido ja nicht mal einsetzen, ne? Oh, stimmt, der hatte Schwalbus, okay. Das ist... so ein Stück Scheiße! Ja, toll, ich hab nichts gegen das Viech. Ich hätte noch Knüttler gehabt mit, Manaphy, aber ich bin am Arsch. Vor allem, weil wir nicht heilen dürfen. Oder dürfen wir einmal heilen? Nee, ne? Ich weiß nicht, ob Heiko einen einsetzt. Eigentlich als Boss-Trainer sollte er einen einsetzen, also solltest du einen nutzen dürfen. Nutzen wir einen oder nutzen wir keinen? Das müssen wir jetzt festlegen. Ja, Rivalen nutzen doch normal auch einen und Heiko ist mehr oder weniger einer der beiden Rivalen. Deswegen, ich würde also sagen, ja, ist erlaubt. Okay. Übertrank halt wie viel? Noch 200, das ist noch die Heilung. Kopfnuss. Junge, ich hoffe, der hat keine Bodenattacke, aber sonst bin ich gefickt. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Risiko, aber das ist das einzige Vieh, was ich noch einwechseln kann. Ahutsasa wird sterben und Fasasma auch. Magieraum. Ah, oh, ist ein trauriger Part. Alter, was ist jetzt mit dir los, Katze? Entspann dich. Elektrifizierung. Nehme ich jetzt einen Typen Elektro? Okay, die nächste Attacke ist einfach Elektro. What the f. Ja, okay! Der spammt Elektrifizierung, der Bastard! Hä? Die Attacke macht, dass die nächste Attacke von dir, die du einsetzt, Elektro wird. Sein Hut! Outsmartet dich! Ja, Lichtkanone, Alter! Du so! Der hat dich outsmartet. Darf ich meine AP regenerieren oder zählt das auch als Heilung? Ist ein Item, also. Ja, aber. Ja, Elektrifizierung, fuck. Wie viel AP hat es denn? Weiß ich nicht, es spammt wieder. Alter, halt die Schnauze. Ja, ich lasse die Katze raus, sie gibt mir gerade auch die Eier. Alles gut. Sag in der Zeit nicht das N-Wort, weil ich schneide nicht und ansonsten wäre die Playlist am Arsch. Oh, Drachen. Ja. Attacke. Ja, okay, alles gut. Solange er spammt nicht mehr Elektrifizierung. Also ich komme jetzt langsam mal vorwärts. Kaskade. Du Hurensupp! Ich sag's grad noch! Was? Ich so, yo, es bleibt nicht mehr Elektrifizierung, ich geh jetzt auf Kaskade. Boom! Cool. Elektrifizierung. Nice. Junge. Ich dachte, das Schaufleisch, nicht Schüffler. Was ist das? Wie viel AB hat das? Ich google jetzt mal. Weiß ich nicht, er hat 2x Drachenpulse eingesetzt. Okay, das war scheiße. Ich geh wieder auf den Lichtstrahl, da. Alter! Ich hab komplette Aggression hier, Alter. Bruder, ich will nach Pokémon suchen, nicht was eine Elektrifizierung ist, das juckt mich nicht. Ah, 20 AP. Egal. Ah, der Kampf war traurig. Ja, wir sollten zwischen diesem und dem nächsten Part, glaube ich, ein bisschen leveln. Ein bisschen grinden, so. Ja. Ein paar Level. Also Leute, wir sind Level 100. Ja, ist gut. Naja, Vulpifoy ist weg. Schade, dass es nicht bis zum Ende geschafft hat. Das war auch ein bisschen random mit dem Kastellit gefühlt. Wie Schaden es auf einmal macht.
Hattest du nicht einen Kirlia? Ich hab einen Kirlia, ja. Ich habe aber Gardevoir Need und ich habe Galagladi Need. Das heißt, ich habe beide Richtungen offen, deswegen ich weiß nicht, was ich nehme. Ja gut, das könnte ja das nächste Teammitglied sein, oder was war es noch auf meiner Seite? War es nicht sogar Skelabra? Oh, bitte nicht. Wegen Skelassa? Ja, genau. Ich meine, ich hätte ein Skelabra, also Skelabra hätte ich mitgenommen. Gut, dann machen wir jetzt noch die Teamplanung, was wir dann im nächsten Part ein bisschen gelevelt haben. Cool. Irgendwie erst neun. Nee, Lick-Lava-Keks. Fragibäre! Hier drin kann man heilen, oder? Aber sollte man, ja. Wenn okay. Nicht, dann packen wir den auf die Box. Okay. Ja. Deswegen. Ah, es tut weh. Also, Serpi Royal sind raus und Manaphy sind raus. Ja. Die sollten wir noch rauspacken. Alter, die Besten sind einfach weg. Du bist raus, aber das Item gönne ich mir, danke. Ja. Yeah. Hast du noch ein Item? Nein. Mann, das tut mir so am meisten weh, Alter. Ich glaube ganz ehrlich. Wir entscheiden uns beide für einen, okay? Okay. Muss ich mir überlegen, Alter, mein halbes Team ist Arsch. Ja, wir leveln ja vorher nochmal. Wait, müsst ihr sich auch noch freilassen? Den. Oder hast du das Gefühl, ich hab Graudon hier? Okay. Ich könnte ihn theoretisch leveln, also wenn wir hier mit Groudon und Magbrand durch wollen, wäre glaube ich sogar gar nicht mal so dumm. Mhm. Vor allem, weil ich, also bei mir wäre es halt auch gut, dann hätte ich diesen Stein da, nehme ich auch. Ja gut, dann nehmen wir hier Magbi mit und was nehme ich? Dann scheiße auf die Mega-Entwicklung von Skelassler. Ja, du hast ja eine Mega-Entwicklung, ist ja maximal von dem her. Ich habe hier einen Skaraborn. Kobolga, let's go. Haben wir Kobolga überhaupt noch? Ist nicht tot? Nee, haben wir lebt noch. Okay. Alles gut. Nee, brauche ich jetzt aber nicht. Naja, ich glaube, ich gehe sogar auf Gramoclass. Welches war bei dir Gramoclass? Das war eins der Fossilien, das Gute. Hast du dir gemerkt, welche deine zwei Fossilien waren? Nö. Die mit normalen Namen. Skunkapu war, glaube ich, das Schlechte. Was ist dein anderes Fossil? Das ist jetzt die Frage. Die haben ihre normalen Namen. Schnuck. Gelatini. Ja. Genau. Hä? Was ist denn das? Hatte ich nur eins? Ich glaube, ich hätte einfach nur doppelt oder so. Ich glaube, du hast ja auch deutlich mehr Fossilien gefunden. Ich glaube, das haben wir nur eins gemacht, um. Man braucht doch eh einen Stein für Gramoclass. Habe ich den? Ein Finsterstein oder so, ne? Schau mal kurz. Habe ich den gerade reingenommen oder habe ich vergessen zu speichern? Ja, ich habe ihn reingenommen. Habe ich einen Finsterstein? Ich schau nochmal, welchen Stein du brauchst. Ja, war ja schon der. Ich weiß bloß nicht, wo er ist. Ja, Finsterstein. Ich habe einen Feuerstein, wie es aussieht. Na gut, dann war es das mit der Durengard-Taktik. Warte mal. Ist Seiden hier im Laden, wird eventuell das Zeug verkauft? Können wir gerne mal nachschauen. Nee, ist ganz normal. Wir dürften theoretisch bei jedem der Top 4 ein Top-Genesung einsetzen. Ich glaube, Troy nutzt sogar zwei. Einmal 10 Stück kaufen, let's go. 6 eigentlich, aber. Ich hab 10 Stück gekauft, einfach nur für. Ja, leveln weiß ich nicht. Ja, gut. Also halt für unterwegs vielleicht noch. So, wenn wir irgendwie aus so einem wilden Kampf rauskommen oder so, damit man nicht irgendwie 25 Siedelbären hernehmen muss. Ja, gut. Super, wir könnten auch schauen, dass wir noch die einzelnen Routen vielleicht abklappern, wo wir noch nicht gewesen sind. Es gibt noch diese eine Wasserroute, wo wir noch nicht gewesen sind. Ja, macht glaube ich keinen Sinn jetzt. Ja, je nachdem was er da spawnt, ne? Wo wir schon hier sind. Na, ich glaube Dark Morba wird bei mir das letzte. Ja, okay. Leck, wie entwickelt sich wohl die Morba, Alter? Hohes Level.
In Einal waren sehr viele Pokémon dafür bekannt, dass sie sich erst sehr spät entwickeln. Super! Ja, wir müssen ja eh leveln. Also ganz ehrlich, bevor wir nicht jeden mindestens auf 45 haben, kommen wir hier eh nicht weit. 41. Meinst du, mit 41 kommen wir hier durch? Nein, 41 ist Entwicklung, du. Ah. Ja, geil, das ist ja schon in 4 Leveln. Nee, okay. Heißt für uns, wir werden jetzt fett Level grinden. Und im nächsten Part werden wir dann... Was zum Fick hast du gerade gemacht? Du rübst. Oder... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, wie das gerade klang. Ich dachte gerade, ich wäre... Ja, wenn du so einen Luftausstoß, ist das so... Ach Junge, jetzt kommt mir die Kotze hoch von dem Geräusch, alter Bar. Okay, bevor ich hier anfange, hier in mein Zimmer zu kotzen, Alter, mache ich mich nackt und pisse auf den Boden. Und das werdet ihr dann nicht sehen, weil meine Kamera ist ja offensichtlich nur auf dem Sofa und ich pisse ja nicht auf mein Sofa, wie es Perry bei Ofenschmerz gemacht hat. Ja, wir haben Phineas und Ferb geschaut, den Film. Das war ein guter Film. Aber wir machen beim nächsten Mal weiter. Hört auf, eurem Apotheker auf die Couch zu pissen. Zwar. Nicht jeder so. mit einem Kittel ist ein Apotheker. Oh, da ist auch was dran. Das heißt, falls er von sie sagt, dass er kein Apotheker ist, dann dürft ihr auf die Couch pissen. Wir müssen ja auch ein bisschen lehrreich sein, deswegen. Das soll ihr von diesem Video lernen. Was zum Fick machst du? Was los? Alter, dein Spiel die ganze Zeit so kurz so. Boop. Boop. Ja, ich musste noch mal schauen, auf welchem Screen ich OBS haben muss und auf welchem Screen ich das Game haben muss, um okay. Ein bisschen OBS-Licht zu haben. Weil der eine Monitor ist bei mir ein bisschen größer als der andere. Wie auch immer. Ciao. Hi.